Ja, hallo, herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung Yeah. mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Guten Tag. Ich habe auch was Schönes mitgebracht. Einmal Wow. mein Profi-Werkzeug Unsere Praktikantin. im Mini-Format, ja. Und wir bauen heute wieder mehrere Sets, wieder so eine Session. Das wissen die ja Ja, noch okay. auf jeden Fall fangen wir hier mit der Wetterspitze an. Von Herr der Ringe. Wobei Tobias der Storyteller ist in diesem Part. Ich weiß, ich habe die Filme gesehen und es ist schon fast 8, 9 Monate her. Muss man mal dazu sagen. Ich bemühe mich, aber sobald irgendwas, ich glaube, wenn ich mich erinnern kann, rede ich wieder mit. Okay. Okay. Also sind 430 Teile. Und wie man sieht, es war auch schon mal aufgebaut. Ja? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir nehmen die Dinger immer wieder auseinander, damit wir sie nochmal aufbauen können. Ja, Was man natürlich auch knapp versteckt bei dem Kram. Na gut. Versteht man aber. Habe ich schon mal. Ja, so ein bisschen Einfluss haben wir auf den Ton ja doch noch. Fangen wir wieder mit Tipp Nummer 1 an. Und wir haben auch nur ein Heftchen. Das ist immer ein Vorteil. Und damit ihr wie immer mitreden könnt, zoomen wir erstmal ran. Da brauchen wir auch irgendeine Musik für den Zoom. Ja, können wir einführen. So. Ja. Oh, es geht wieder zum Männchenbaum. Ja, das sind die Ringgeister. Das habe ich mir fast gedacht. Guck mal, das hätte ich auch sagen können, aber du liest es nicht. Sind ja 9 Stück insgesamt. Und da sieht man auch erstmal den Hexenkönig auch. Sind das zwei oder irre ich mich gerade Das irgendwie? sind nur zwei. Die haben gar keine Gesichter, das ist ja gruselig. Ja, der Hast du ist schon mal Lego-Köpfe schwarz. ohne Gesichter eigentlich? Ja. Voldemort als Lego wäre auch geil, oder? Ja, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Doch, einen Umhang haben wir hier. Den brauche Ja. ich noch gar nicht. Ja, zweimal müssen wir die Ringgeister bauen, nur. Ja, mit den Umhängen bin ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, wie du weißt. Ja, wie Ja, immer. ganz Deutschland weiß das mittlerweile. Der Du Welt hast. kann ich mit Umhängen umgehen. So, Kopf drauf. Ja, wer die Filme kennt, weiß ja, dass die am Anfang mit Pferden unterwegs sind. Und dann kommen sie in diesen Fluss und dann werden sie ja weggespült. Und dann tauchen sie später auf diesen Drachen, sag ich mal, jetzt auch Ein mal. bisschen was Biblisches, ne? Von wegen Fluss und weggespült. Ja. Wenn man drüber nachdenkt. Wenn man drüber nachdenkt, kannst du recht. Sind das an die Rechtshänder oder Linkshänder? Hast du es jetzt so selbstverständlich in die rechte Hand? Ja, im Film haben sie alle in den rechten Hand, deswegen. Ernsthaft? Ja, ach Achtest so. du darauf? Ja, ich achte auf Wow. sowas. Gut, haben wir jetzt 200. Ich habe den Film einfach zu oft gesehen. Ja, so ein paar Mal hast du ihn schon geguckt. Ja, der Hobbit ist auch durch jetzt, sonst gibt es ja keinen mehr. Ja, Ja, stimmt. drei ja auch. Ja. Stimmt. Ja. Oh, So. sorry. Ja, also ihr seht, der erste Tür ist nicht viel drin. Wird ein kurzer Teil oder schmeißen wir den? Ja, wird ein kurzer Teil. Den wird ein kurzer Teil. Wir wollen ja nicht unsere Regeln von jetzt auf gleich ändern. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Die fand ich früher auch immer toll. Meine Stimme müsst ihr heute entschuldigen. Er hat zu viel geschrien gestern. Und vorgestern war ja Brunnpass auch Und noch. letzte Woche und die Woche davor. Hörst du mal auf zu schreien? Du hast den Sattel vergessen. Hab ich das? Wieso braucht der einen Sattel? Das ist ein Geist. Ja, was? Ist doch eine berechtigte Frage. Ja, okay. Achso, jetzt kommt der da drauf und der da drauf. So, und die beiden kommen noch da unten alle drauf. Ja, das ist ja immer so die Und dann nehmen auch noch Spitzen. die Spitze, Spitze. Wir treiben es auf die Spitze. Wow, das war kurz. So. Macht ja nichts. Et voilà. Ja, es war schon die erste Tüte. Und sonst? Und sonst.
Ja, die zweite Tüte wird ein bisschen aufwendiger, das kann man schon. Ich finde es auch mal interessant, wenn wir in die Kamera gucken, während sie reingezoomt ist, das sieht man eh nicht. Stimmt, ja. Aber das ist irgendwie. Alles ja. Klar. Ja, dann machen wir den Cut und sehen uns bei Tütchen 2 wieder. Ja, bis dann. Jo, tschüss. Okay.